Ullmann Reisen, Ihr Reisepartner seit 25 Jahren. Wir sind Kreuzfahrtspezialist, egal ob Clubschiff, Wohlfühlschiff, Luxus- oder Expeditionskreuzfahrt. Wir sind Reiseveranstalter mit eigenem Katalog für besondere Erlebnisse, ob mit Flugzeug, Schiff oder Bus. Wir sind Reisebüro für Pauschalreisen in die ganze Welt. Wir sind Ihr Ansprechpartner für alles rund ums Reisen, ob Buchung, Betreuung oder Zusatzleistungen. Willkommen im Urlaub! Die Woche beginnt bei RTV Kompakt mit diesen Themen. Viele Mäuse, Fördermittel für Schwarzenberg. Neue Maus, Maskottchen für Bergbaumuseum. Und kleine Hunde, Treffpunkt für Chihuahua-Besitzer. Glück auf, gut, dass Sie wieder da sind. Und gut, dass Sie hier bei uns im Erzgebirge sind. Da wird Kultur noch groß geschrieben. Denken wir nur an so großartige Reihen wie Art Montan, an die vielen Objekte von der Waldauf-Villa über Perla Castrum bis hin zum Bergbaumuseum oder auch das Wintersteintheater. Viel Geld nimmt der Landkreis dafür in die Hand. Allein 17,2 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren in die Sanierung des Bergbaumuseums gesteckt. Das wäre bei den Nachbarn im Vogtland gar nicht mehr möglich. Der Landkreis ist verschuldet, muss sparen. Der Rotstift wird, so ist es vorgeschrieben, natürlich bei den freiwilligen Leistungen angesetzt. Die Kultur gehört da nun mal dazu. Und so bangen viele Einrichtungen im Vogtlandkreis um ihren Fortbestand oder zumindest ihren Fortschritt. Das Ergebnis, das Verhältnis des ehemaligen Chefs der Vogtland Kultur GmbH, Jens Pfretschner, zum Landkreis, insbesondere zu Landrat Rolf Keil, bekam einen tiefen Riss, sogar unüberwindbare Gräben. Pfretschner, der weiterhin Stadtrat im vogtländischen Auerbach ist, wurde abberufen. Trotzdem ist er der Meinung, dass alle Menschen davon Wind bekommen sollten und veröffentlichte ein Video bei YouTube. Mit bissiger Satire verschafft sich der Geschasste darin Luft. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt da einen, der heißt Leider Geil. Er schert sich einen Dreck um unsere Region, verprasst unser Geld. Leider Geil. Überall fehlt's, doch wer ist dran schuld? Mein Vorgänger sagt Leider Geil. Diagnose Psychose, ihm doch egal. Der kleine Mann heißt Schönneck. Leider Geil. Du bist nicht seiner Meinung, was bildest du dir ein? Du fliegst aus dem Team, sagt Leider Geil. Du brauchst einen Job, machst, was ich sag, denn wer ist der Fürst? Leider Geil. Die Beine sind kurz, das Grinsen verzerrt. Wer ist Landrat? Leider Geil. Das Vogtland kaputt, ist mir doch egal. Das 7 Jahren Rente, hä? Leider Geil. Schlecht für die Menschen, schlecht für das Vogtland, schlecht für uns alle. Leider Geil. Schlecht für dein Leben, schlecht für die Zukunft, schlecht für den Job. Ist leider Geil. Tu doch nicht so, du hast ihn gewählt, nun ist er ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh es dir an, sie leiden genauso wie wir. Tu doch nicht so, du hast ihn gewählt, nun ist er ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh ihn dir an, hör ihn dir an, das kommt mich so. Nun hat sich CDU-Mann Pfretschner damit nicht nur Freunde gemacht. Besonders nicht in der eigenen Partei. Das nehme er aber in Kauf und resümierte, dass man bei der CDU ohnehin sehr schlecht mit Satire umgehen könne. Hoffnung auf Veränderung, auch bei den Kultursparzwängen, habe er trotzdem nicht. Landrat Keil unterdessen äußert sich zur Sache nicht. Zurück zur erzgebirgischen Kultur. Handwerkskunst gehört da zweifelsfrei dazu. In Mildenau zeigt der örtliche Verein derzeit eine besondere Schau. Hier arbeitet man mit viel Farbe und schafft mitunter amüsante Karikaturen. Die Schnitzausstellung in Mildenau, die läuft scheinbar recht gut, oder? Wie seht ihr das selber? Ja, letztendlich denke ich schon, dass die Leute kommen wollen. Wie viele Mitglieder habt ihr denn und wie viele stellen denn heute hiermit aus? Oder überhaupt jetzt die nächsten Tage? Die Aussteller, wie wollen wir das sagen, 12 oder 13. Und aktive Schnitzer sind wir auch so viel. Dann sind noch welche, die
Vereinsfreunde sei, die zahlende Mitglieder sei, wie es fast lieber ist. Ihr habt eine Besonderheit, also es gibt halt jeder Verein so seine Spezialität. Bei euch ist es quasi die Farbe, die im Wesentlichen ja, eine Rolle mitspielt an den Objekten. Auch mal ein bisschen mit den Augenzwinkern, aber das etwas andere Geschnitzte. Ist das das, was euch ausmacht? Ja, was uns ausmacht, letztendlich ist es fast zwingend, wenn man Szenen darstellt, wenn man Geschichten erzählt, dann leben die natürlich von der Farbe. Und jeder Schnitzer hat seine eigene Handschrift, wenn ich mal so sagen darf. Und die hat natürlich auch Wiedererkennungswert, aber das macht eben die Vielfalt aus. Und da gehe der eine oder jeder kann die gleiche Geschichte erzählen, was hinten herauskommt, ist verschieden. Und das ist eben das Schöne daran. Jeder hat eigene Lieblingsmotive und es ist einfach nur schön, dass diese Breite an der Vielfalt an den Exponaten rauskommt. Wie sieht es bei euch mit der Nachwuchsarbeit aus, mit Nachwuchs im Verein? Gibt es die? Habt ihr genug? Das ist wirklich sehr schön. Wir freuen uns darüber, dass in verschiedenen Altersstufen relativ viel Nachwuchs da ist. Und die sind auch mit Feuer und Flamme dabei. Es ist schön eine Augenweide, muss ich sagen, wie es ist. Und gestern haben wir auch einen Schnitzverein aufgenommen. Da hat das Alter und den Willen, bei uns aktiv mitzubringen. Wie werden bei euch die Neuen herangeführt? Wie geht es los? Gleich mit Schnitzen oder wie geht ihr das an? Ja, mit letztendlich jeder zeichnet sein Motiv, seinen Entwurf und dann geht es auch schon direkt ins Holz. Natürlich einfache Motive, die nicht gleich überfordern. Man will ja oder soll ja auch die Lust behalten als Anfänger. Und das kristallisiert sich ganz schnell raus. Wer Geschick hat, wer Fantasie hat und das ist letztendlich mit jedem Handwerk, mit jeder Fingerfertigkeit. Wie lange ist eure Schau zu sehen? Noch bis zum 5. Februar. Und jetzt Nachrichten kompakt fürs Erzgebirge am Montag. Am Wochenende war eine 20-köpfige Delegation aus dem Erzgebirgskreis um Landrat Frank Vogel in Franken. Sie folgten damit einer Einladung der Landräte der Partnerlandkreise Dr. Jürgen Ludwig aus Ansbach, Helmut Weiß aus Neustadt an der Aisch und Armin Kroder, Nürnberger Land, die insbesondere vor dem Hintergrund des Jubiläums 700 Jahre Kaiser Karl IV. In ihre geschichtsträchtige Region geladen hatten. Sozialministerin Barbara Klepsch hat am Montag im Erzgebirgskreis zwei Fördermittelbescheide aus dem Investitionsprogramm Brücken in die Zukunft überreicht. Die Stadt Schwarzenberg erhält 268.000 Euro für die barrierefreie Gestaltung der oberen Schlossstraße. In Schneeberg sollen insgesamt 265.000 Euro die energetische Sanierung der Heizungsanlage und den Einbau eines Aufzuges zur Schaffung von Barrierefreiheit in der Oberschule Schneeberg ermöglichen.
ältere Menschen aktiv in die Gesellschaft einbinden. Das hat sich das Team der Arbeiterwohlfahrt Erzgebirge auf die Fahnen geschrieben und ruft deshalb in Schneeberg eine Seniorenvertretung ins Leben. Während einer Auftaktzusammenkunft soll es am Dienstag für Stadträte Informationen über Details des Projekts, Inhalte und Termine der öffentlich stattfindenden Veranstaltung geben. Nach Waschleiter hatte Joachim Rudler, Bürgermeister von Grünhain-Beierfeld, zum diesjährigen Neujahrsempfang eingeladen. Dabei ging es am Sonnabend, dem 28. Januar, vor allem um einen Sachverhalt, der im Stadtteil Grünhain seinen Anfang nahm. Die Kommune kann auf eine jetzt 750-jährige Stadtgeschichte verweisen, die mit der Gründung des Zisterzienersklosters Grünhain ihren Anfang nahm. Bürgermeister Joachim Rudler verwies darauf, dass Grünhain-Beierfeld damit die älteste Stadt des westlichen Erzgebirges ist. 2005 wurde aus Grünhain und Beierfeld mit Waschleiter die Stadt Grünhain-Beierfeld. Der Empfang stand unter der Überschrift Tradition und Zukunft, 750 Jahre Stadtrecht Grünhain-Beierfeld. 2017 ist für die Stadt ein Festjahr. Das gibt ein Schein und damit so fahren wir bei der Nacht und damit so fahren wir bei der Nacht ins Gerge. Die Grünen im Erzgebirgskreis stellen am Dienstag, dem 31. Januar ab 19 Uhr im Ackerbürgerhaus in Schlettau ihren Bundestagskandidaten für das Direktmandat im Bundestagswahlkreis Erzgebirgskreis 1 auf. Bewerber um die Direktkandidatur ist der 27-jährige Verkehrswirtschaftler und Grünen-Kreisrat Sebastian Walter aus Niederwiesa. Nach seiner Tätigkeit im Ressort des Vorstandsvorsitzenden bei der Netztochter der Deutschen Bahn ist Walter seit 2015 im Bundestag tätig, wo er die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen in infrastrukturpolitischen Fragen berät. Der langjährige Oberbürgermeister der Bergstadt Marienberg, Thomas Wittig, gehört jetzt zu den Trägern des Bundesverdienstordens. Thomas Wittig war von 1994 bis 2015 Stadtoberhaupt von Marienberg. Von 2011 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Oberbürgermeisteramt war er zweiter Vizepräsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages. Die Euregio Egrensis führt alljährlich ein Jugendsommerlager für 11- bis 14-Jährige durch. So wie 2014 in Johanngeorgenstadt. 2017 sind die Jugendlichen vom 31. Juli bis 5. August nach Thüringen eingeladen. Ins Schullandheim Welsdorf Lengen-Wetzendorf im Raum Greiz. Anmelden kann man sein Kind ab sofort. Insgesamt stehen je 10 Plätze für Teilnehmer aus Sachsen-Thüringen, Böhmen und Bayern zur Verfügung. Anmeldeunterlagen zum Download sind im Internet unter der eingeblendeten Adresse zu finden. Zur Euregio Egrensis gehört im Erzgebirgskreis der Altlandkreis Aue-Schwarzenberg. Die Geflügelpest kommt näher. Bei einem in Erdmannsdorf im Landkreis Mittelsachsen geborgenen toten Graureiher wurde durch virologische Untersuchung das Influenza-A-Virus des Subtyps H5 nachgewiesen. Damit ist der Ausbruch der Geflügelpest bei einem Wildvogel amtlich festgestellt. Der Erzgebirgskreis ist von diesem Ereignis indirekt betroffen. Mit Wirkung vom vergangenen Freitag wurde ein Beobachtungsgebiet im östlichen Bereich des Erzgebirgskreises festgelegt. Hundezüchter der Rasse Chihuahua trafen sich am Sonntag in Brünnlos, um ihre Lieblinge nach dem deutschen Standardreglement bewerten zu lassen. 13 Züchter aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Tschechien brachten immerhin 50 Hunde zur Bewertung mit. Einen Heimvorteil gab es für die Familie Kosja aus Brünnlos, die sich ebenfalls für die Chihuahua-Zucht entschieden hat. Die Konkurrenz unter den Hundebesitzern war groß, aber die tschechische Zuchtrichterin Susanna Protankova verlor nicht den Überblick.
Um sich ein Gesamtbild über das Tier zu verschaffen, mussten die Vertreter der kleinsten Hunderasse der Welt auf den Laufsteg und sich da von ihrer besten Seite präsentieren. Zur näheren Begutachtung der Rasse stand ein Bewertungstisch zur Verfügung. Hier nahm die Zuchtrichterin noch einmal alle Hunde genau unter die Lupe. Alle Eigenschaften der Chihuahua wurden von der Ausstellungsleiterin Carmen Schindler notiert und von Peter Schindler an die Bewertungstafeln übertragen. Auch ein kleiner Langhaar-Champion mit dem klangvollen Namen Joy von der Dresdner Heide stand zur Bewertung und konnte die Zuchtrichterin überzeugen. Damit machte er sein Frauchen Anne Bierbaum aus Rochlitz glücklich. Bei der Wahl bester Hund der Ausstellung standen noch einmal lang- und kurzhaarige Chihuahua im Mittelpunkt. Auch hier konnte die Züchterin aus Rochlitz noch einmal mit ihrem Kurzhaar-Chihuahua Salminas English Rose überzeugen. Ein gemeinsames Foto zum Abschluss der Veranstaltung machte den Tag für die Züchter perfekt. Die Rassehundeausstellung in Brünnlos fand unter der Schirmherrschaft des Verbandes für das deutsche Hundewesen, kurz VDH, statt. Wie eingangs schon erwähnt, das Bergbaumuseum in Oelsnitz erfährt bald eine umfassende Sanierung. Es wird das größte Bauvorhaben des Landkreises in den nächsten Jahren werden. Die Planungen dazu haben begonnen, aber bis die ersten sichtbaren Arbeiten beginnen, wird wohl noch eine Weile ins Land gehen. Der Museumsbetrieb wird aber fortgesetzt und auch eine Menge Sonderveranstaltungen wird es geben. Dazu hat jetzt die Museumsleitung in einer Pressekonferenz informiert. Im Fokus stehen dabei auch die Kinder. Mario Totzauer war für uns im Keller. Das Museumspädagogikteam im Bergbaumuseum Oelsnitz hat auch in diesem Jahr einiges vor. Wie in der vergangenen Woche bei einer Pressekonferenz zu erfahren war, wird in der Ausstellung eine neue Kinderebene für Vorschüler eingeführt. Ein weiterer wichtiger Grundpfeiler für uns in der Museumspädagogik bleibt auch in diesem Jahr unser Kinderclub. Derzeit gehören 6 Mitglieder zum Kinderclub, die treffen sich einmal in der Woche bei uns und dort werden beispielsweise Führungstexte erarbeitet, denn in den Osterferien ist eine Aufgabe des Kinderclubs, sie führen allein durchs Anschauungsbergwerk. Weiterhin unterstützt uns der Kinderclub auch beim Kinderfest, dort sind sie präsent bei der Arbeit in der Lesenacht und seit 2016 arbeitet der Kinderclub auch intensiver mit unserer Knappschaft zusammen. Ja, und da sich ja die Museumspädagogik nicht ausschließlich nur an die Kinder richtet, sondern die Arbeit auch in den regelmäßigen Führungsdienst einfließt, freuen wir uns auch in diesem Jahr, die einmal monatlich stattfindenden Familienerlebnisführungen wieder anbieten zu können. Ab 2017 wird die Kinder ein neues Maskottchen durchs Bergbaumuseum begleiten. Das ist die Grubenmaus. Die grafischen Vorlagen für die Grubenmaus gibt es bereits. Und wer die Grubenmaus kennenlernen möchte, der findet bei uns die Grubenmaus auf einem T-Shirt wieder. Na? Ja. Die Grubenmaus soll helfen, dass die Kinder das Geschehen im Oelsnitzer Anschauungsbergwerk verstehen. Unser Blick auf den Veranstaltungskalender. Alle diejenigen, die schon immer mal nach Herzenslust allein in der Buchhandlung stöbern wollten, haben dazu am 8. Februar ab 18.30 Uhr in der Buchhandlung Fischer in der Auer Bahnhofstraße Gelegenheit. Bei einem Abend in kleiner Runde, bei leckeren Häppchen, einem Gläschen Wein, Sekt oder auch Bier, kann man ungestört in den Büchern stöbern. Die Buchhändler gehen derweil nach Hause und lassen sich erst gegen 20.30 Uhr wieder zur Verabschiedung der Gäste blicken. Eine Vorbestellung ist zur Planung des Abends bis spätestens 1. Februar zwingend erforderlich. Anmeldungen unter info@buchhandlung-aue.de oder 03771-35016. Die Kosten für die Teilnahme betragen 8 Euro pro Person. Sollten Sie die Pyramidenschau in den Sälen des Erzhammers in Annaberg-Buchholz noch nicht gesehen haben, haben Sie nur noch bis Ende dieser Woche die Gelegenheit dazu. Die Ausstellungsmacher präsentieren 170 Pyramiden aus 3 Jahrhunderten von den unterschiedlichsten Leihgebern wie Museen, Sammler und Privatpersonen.
Ein Live-Konzert von Cliff Stevens und Band steht am Dienstag um 20 Uhr im Haus am Kleinerzgebirge in Oederan auf dem Programm. Cliff Stevens ist ein preisgekrönter Blues-Gitarrist aus Montreal, Kanada. Er ist ein publikumsgefeierter, energiegeladener Gitarrist, der im Stil von Eric Clapton, Freddie King und Stevie Ray Vaughan spielt. Reservierungen können unter 03792-5990 oder büro@klein-erzgebirge.de vorgenommen werden. Karten kosten im Vorverkauf 12 und an der Abendkasse 15 Euro. Das war RZTV Kompakt am Montag. Gleich im Anschluss erfahren Sie, wie freundlich oder unfreundlich das Wetter am Dienstag sein wird. Dazu Bilder vom Stadtpark Lößnitz im Schnee. Mehr Nachrichten wie immer auf rztv.de und auf unserer Facebook-Seite. Und am Dienstag 20 Uhr sind wir wieder aktuell für Sie zur Stelle. Gut, dass Sie heute dabei waren. Glück auf!